wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Straßeneinheiten. Wir haben eine Meldung über mindestens einen flüchtigen Code 6-Fahrer, der bereits verfolgt wird. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten. Ich schicke den Code ein. Ich habe ihn verloren. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen.
habe ich dir gesagt. Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe. Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahr nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um 10 Riesen. Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Na, du Angeber, ich find's gut, dass du dich hierher traust, wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Deine Karre. Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Start das Gebiet ab. Ich habe ihn verloren. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiter in Kontext. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Ist eine Nummer zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohle? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben.
Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Warst echt gut. Bist dabei. Ich zeig dir mal was. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier, hä? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst. Aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich. Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Schön, so sehe ich dich mal wieder. Jetzt fahr bloß so wie sonst und das Rennen gehört dir. Na, guck mal, wer da kommt. Ich bin froh, dass ich dich sehe, Zuckerpuppe. Mein Glücksbringer. Mach ihm Feuer unterm Hintern und hol die Karre zurück. Ich sorg dann schon für den Rest. Willst du Razor noch eine Karre spendieren, Baby? Jetzt geht's ab! Du wirst niemals die Nummer 1 bleiben. Du musst nämlich mit mir rechnen. Und wenn du die Karre kriegen willst, dann musst du sie dir schon schnappen. Es ist vorbei, Razor. Es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Schön werden kann.
Wo ist der andere Typ? Ist abgehauen. Das meinst du doch nicht im Ernst. Der meistgesuchte Street Racer ist plötzlich abgehauen? Was ist mit der Blacklist? Vergiss die Blacklist. Die sind durch. Ich will, dass sich alle verfügbaren Kollegen an seine Fersen heften. Wirklich alle? Ja, wirklich alle! Also, wie sieht's aus? Wichtige Meldung. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 5. Alarmstufe 5. Wir sind hinter ihm.
Versuche aufzuholen! Alle Einheiten, folgt mir! Ich hab ihn! Versuche 10, 59.